zwischen Tegea und Sparta befindet sich auch wieder ein kleiner Höhenzug bis auf 1000 Meter, der angeblich echte Marathon verlief ja nicht nur von Marathon bis Athen, sondern angeblich von Marathon nach Athen und dann nach Sparta und dann wieder nach Athen zurück, also über 240 Kilometer und nicht nur 40 Kilometer, und danach brach der Held zusammen, wie er das in 3 Tagen geschafft hat. Diese 200 Kilometer kann man in dem Film der Extremsportlerin in einem Film sehen, die von Marathon nach Olympia läuft und auch ankommt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie hieß. Alessia, nein, so ähnlich